So, hallo, schönen guten Abend miteinander. Ja, wer ist denn da? Ich sehe jetzt im Moment hier überhaupt nichts. Ich schaue jetzt mal, ob ich das. Sehen kann hier bei mir. Ah, jetzt kommen Sie. Hallo, liebe Ute. Die Angelika ist da. Jetzt sehe ich jemanden. Jetzt genau ist es Punkt 18 Uhr. Mal schauen, wer noch kommt. Die Antje. Hallo, Antje. Schön, dass ihr da seid. Jetzt schauen wir noch mal einen kleinen Moment, ob noch ein paar Leute dazukommen. Ja, wie geht's euch? Hi, Angelika. Ja, das 2019 kommt näher und näher. Schön, so viele bekannte Gesichter zu sehen. Ich weiß, ihr habt auch das letzte Live-Training mitgemacht. Wollt ihr vielleicht kurz noch reinschreiben, ob ihr schon in eure planvolle Kreationsphase eingestiegen seid? Ja, wie geht's euch? Heute senden und empfangen. Das ist ganz, ganz wichtig. Denn ja, nicht senden und empfangen, erlauben und empfangen. Weil wenn wir uns nicht erlauben können, das zu bekommen, was wir wollen, dann können wir im nächsten Schritt natürlich auch nichts empfangen. Ja, und was heißt erlauben? Wann kann ich mir erlauben, etwas zu empfangen? Ich mache mal ein ganz einfaches Beispiel. Hallo Monika, viele kennen das. Man kriegt etwas geschenkt. Ganz plötzlich und unerwartet. Das kann irgendwie ein physisches Geschenk sein von jemandem, wo man nicht gedacht hat, man bekommt ein Geschenk. Oder es kann auch ein Kompliment sein. Und dann steht man plötzlich da und dann fragt man sich: Oh, wie soll ich jetzt reagieren? Und man hat irgendwie ein ganz komisches Gefühl. Oft bedankt man sich irgendwie so ganz artig, wie man das halt so gelernt hat. Als kleines Kind heißt dann, ja, sag mal ganz schön danke. Und dann so ganz verlegen, ah, vielen Dank. Oder irgendwas fällt einem dann ein, oh, das ist aber nett. Oder auch das Komische, ah ja, das wäre ja nicht nötig gewesen. Oder das ist doch auch so in unseren Kulturkreisen so, ach, vielen Dank, aber das wäre ja nicht nötig gewesen. Also, wir haben nie wirklich gelernt, was es heißt, uns zu erlauben, etwas zu empfangen. Und oftmals kommt dann auch so das Gefühl auf, oh, jetzt muss ich aber dem was zurückgeben. Jetzt muss ich, was soll ich dem jetzt schenken, oder? Gerade jetzt hier so zu Weihnachten, wenn dann irgendwo Geschenke herkommen und, oh mein Gott, für den habe ich ja gar kein Geschenk. Jetzt hat er mir was geschenkt. Also, es ist für uns ganz, ganz schwierig, ganz natürlich eigentlich als erstes zu erwarten, dass wir grundlos beschenkt werden dürfen. Man darf uns grundlos ein Geschenk oder eine Freude, hallo Ingrid, eine Freude machen. Für wen ist das ein Problem? Wenn jetzt so Weihnachten ist und ihr bereitet euch drauf vor und plötzlich, hallo Bernd, schönen Abend. Schreibt mir mal in die Kommentare, wer hat ein Problem damit, wenn er plötzlich zu Weihnachten einfach ein Geschenk bekommt von jemandem, wo er nicht gedacht hat, dass er eins erwartet? Was kriegt ihr da für Gefühle? Was kommt in euch da hoch, wenn ihr euch in diese Situation reinversetzt? Ja,
Es kommt einfach jemand aus dem Nichts heraus und sagt, ah, fröhliche Weihnachten, ich habe noch ein Geschenk, vielleicht irgendwie eine Cousine oder eine Freundin, die man lange nicht gesehen hat. Und plötzlich steht die da vor der Tür, stellt euch das vor und sagt, ja, ich möchte dir einfach was schenken. Wie fühlt ihr euch da? Was geht euch da durch den Kopf? Also das, was ich da vorher gesagt habe mit dem, oh mein Gott, wie, was soll ich zurückschenken? Ich habe ja nichts. Ja, ich überlege, was ich zurückschenke. Genau, das ist das, was ich gesagt habe. Ja, die Ute hat gar kein Problem damit. Das wäre natürlich der Idealfall, oder? Dass man wirklich, man muss diesen Zustand, dieses Gefühl kennen, wenn man grundlos beschenkt wird, dass man einfach empfängt. Und dass man diese Freude spüren kann, die es in einem auslösen darf, beschenkt zu werden. Weil es ist ja nichts anderes, wenn wir uns jetzt wünschen für unsere Ziele, unsere Wünsche für 2019 aufschreiben und uns aufschreiben und überlegen, ja, wie soll denn das 2019 laufen? Was möchten wir in diesem Jahr alles erreichen? Geschäftlich, vielleicht in der Beziehung oder auch in unserer eigenen Persönlichkeitsentwicklung. Geht es letztendlich nur darum, dass wir uns vorstellen, wir haben nachher ein Gefühl. Oder warum wollen wir etwas? Warum haben wir unsere Wünsche? Diese Wünsche haben wir jeweils nur, weil wir meinen, wir bekommen dann ein ersehntes, erwünschtes Gefühl. Warum willst du ein tolles Auto? Warum wünschst du dir ein erfolgreiches Business? Warum wünschst du dir, gesund zu sein? Das ist für mich zum Beispiel auf meinem Weg zur Heilung immer eine Frage gewesen, die ich mir nie gestellt habe, die aber ganz, ganz essentiell ist. Oder warum wünsche ich mir einen Traumkörper? Warum wünsche ich mir eine Fitness? Stellt euch diese Frage. Warum wollt ihr das haben, was ihr euch wünscht? Weil das ist wirklich, wenn ihr dann mal rausfindet, ich habe mir gestern mal zum Beispiel aufgeschrieben, oder für mich aus meiner Liste als Beispiel, um euch da Anregungen zu geben. Ich will fit und gesund sein. Ganz wichtig für mich, nach anderthalb Jahren jetzt wirklich mit Schmerzen und ja, eingeschränkt sein. Insgesamt, so habe ich mich gefühlt, oder? Ich war eingeschränkt, ich konnte nicht machen, was ich wollte. Viele Dinge waren mir zu schwer, ich habe immer Schmerzen gehabt. Ich war viel müde, musste alles hinten anstellen. All diese Sachen, so habe ich mich gefühlt, als ich eben krank war mit diesen Rückenschmerzen, mit den Arthrose-Schmerzen, konnte nicht mit dem Hund gehen, es war alles eine Qual. So habe ich mich gefühlt. Will ich nicht mehr, oder? Das will ich nicht mehr. Das ist jetzt auch vorbei, Gott sei Dank. Und ich will auf gar keinen Fall, egal aus welchem Grund, mich so fühlen, so eingeschränkt, so gehemmt, so tatsächlich auch minderwertig, oder? Wie fühlst du dich? Die anderen laufen frei in der Gegend rum, erzählen dir, wie schön es draußen ist, mit dem Hund spazieren und du kannst es nicht, weil du kannst dich im Moment nicht bewegen. So habe ich mich gefühlt. Und so will ich mich nie mehr fühlen, in keiner einzigen Situation. Und jetzt bezogen auf meine Gesundheit will ich mich natürlich fit und gesund fühlen. Und dann habe ich mich die Frage gestellt, warum? Weil ich mich kraftvoll fühle, weil ich mich fühle, als sei ich in meiner Kraft. Wenn ich schmerzfrei bin, bedeutet das für mich, frei zu leben und zu fließen, flexibel und weich zu sein. Das bedeutet es für mich, darum will ich fit und gesund sein. Weil ein großes Thema ist Freiheit. Und da kommen wir auch zu anderen Wünschen, die wir haben. Warum wollen wir finanziell gut gestellt sein? Weil es uns Freiheit gibt. Es gibt uns Freiheit der Entscheidung, Freiheit der Taten. Das sind alles die Sachen, warum wollen wir das? Dann, ich will eine liebevolle und unterstützende Beziehung haben, leben. Warum will ich das?
Weil ich will mich verankert und unterstützt fühlen. Ich will vor allem auch meine Freude teilen. Ich will meine Erfolge feiern. Das sind alles Gründe, warum man Dinge haben will, die auf seiner Wunschliste stehen. Und letztendlich geht es darum, ich will Gefühle haben. Und damit ich diese Gefühle haben kann, muss ich anders anfangen. Und zwar, ich muss erst herausfinden, welche Gefühle will ich haben, um was geht's mir denn wirklich bei meiner Wunschliste? Um was geht's mir eigentlich? Was will ich wirklich? Ich will nicht das Geld. Ich will das, was mir das Geld ermöglicht. Ich will nicht in erster Linie die Beziehung, sondern ich will das, was ich denke, die Beziehung mir gibt. Ich will nicht in erster Linie einen tollen, fitten, schlanken Körper, sondern ich will das Gefühl haben, das Lebensgefühl, das mir all diese Sachen geben. Es geht um ein Lebensgefühl, das ich haben möchte. Ein Lebensgefühl, das ich für mich erreichen möchte. Und klar ist es einfach, diese Wünsche im Außen zu sehen und dann zu denken, ja, wenn ich das hätte, würde ich mich so fühlen. Nur geht es jetzt darum, dass wir uns zuerst lernen, so zu fühlen. Und dann können die Sachen, die Wünsche, die Ziele zu uns kommen. Weil wir leben in einer energetisch schwingungsmäßig ausgerichteten Umfeld, Universum. Und es ist einfach so. Und da können wir nichts dagegen machen. Das wäre genauso, als würden wir sagen, ja, wir haben keine Lust auf das Gesetz der Schwerkraft. Wir setzen uns einfach mal darüber hinweg. Wäre nicht so schlau. Sondern wir nützen das Gesetz der Schwerkraft für unseren Vorteil. Und genauso nützen wir unser schwingungsmäßiges elektromagnetisches Universum, in dem wir leben, zu unserem Vorteil. Und wir werden ein Resonanzkörper von dem, was wir wollen. Und wie werden wir dieser Resonanzkörper von dem, was wir wollen? Wie machen wir das? Das ist immer diese große Frage. Und dazu muss ich sagen, wir sind ja schon ein Resonanzkörper. Da können wir uns auch drehen und wenden, wie wir wollen. All das, was wir mit unseren fünf Sinnen im Außen sehen, all das ist etwas, zu dem wir in Resonanz stehen. Das ist nicht lustig. Vor allem, wenn die Sachen, die wir im Außen sehen, nicht dem entsprechen, was wir eigentlich gerne hätten. Sagen wir mal, irgendwo eine Auseinandersetzung mit unserem Partner oder eine disharmonische Beziehung mit unserem Partner oder vielleicht gar kein Partner im Moment. Die Wahrheit ist, wir sind in Resonanz mit dieser Situation. Es gibt Gründe, die uns bewusst oder unbewusst sind, das ist eine andere Sache, die uns jedoch nicht erlauben, dieses zu haben, diesen Wunsch zu leben, diesen Traumzustand zu leben. Und diese Gründe müssen wir rausfinden. Und dann geht es nicht darum zu fragen, warum habe ich keinen Partner? Warum erlaube ich mir nicht, einen Partner zu haben? Sondern ich gehe einen Umweg. Ich sage, was denke ich mir, fühle ich, wie fühle ich mich, wenn ich in einer glücklichen, harmonischen Partnerschaft bin? Und die Antwort ist zum Beispiel, ich fühle mich geliebt. So, und jetzt heißt die Frage, warum erlaube ich mir nicht, mich geliebt zu fühlen? Und dann muss man sagen, ja, aber das erlaube ich mir doch, man darf mich doch lieben. Aber dann geht die nächste Frage, wenn ich aber mich nicht von meinem Partner geliebt fühle oder mich nicht in eine liebevolle Beziehung fühle, ist es einfach Fakt, es gibt Gründe oder einen Grund, warum ich mir nicht erlaube, mich geliebt zu fühlen. Und meistens ist es der Grund, dass ich irgendeine Bedingung daran knüpfe.
eine Bedingung für mich in meinem Regelwerk, in meinem Denken, gibt es eine Bedingung, die heißt, ich lasse mich nur lieben oder ich bin nur liebenswert, wenn ich schlank bin, wenn ich erfolgreich in meinem Job bin, wenn ich das und das erreicht habe, dann bin ich liebenswert und dann fühle ich mich liebenswert. Merkt ihr was? Diese Bedingungen halten uns davon ab, uns das zu erlauben, was wir uns wirklich wünschen. So, jetzt kann ich anfangen, diese Bedingungen zu suchen. Ja, was sind denn meine Bedingungen? Nach welchen Bedingungen lebe ich denn? Wann erlaube ich mir, geliebt zu werden oder mich geliebt zu fühlen? Was muss ich denn alles Tolles leisten in meinem Regelwerk, in meinem Bedingungswerk? Kann ich alles rausfinden? Oder ich mache eine Abkürzung. Und zwar ist die Abkürzung total einfach. Und zwar, ich streiche alle Bedingungen durch. Es gibt keine Bedingungen. Es gibt eine neue Regel für mich. Und eine dieser neuen Regeln ist, es gibt keine Bedingungen, dass ich mich wohlfühle, dass ich glücklich bin, dass ich mich geliebt fühle. Dazu brauche ich keine Bedingungen, weil nur allein die Tatsache, dass ich hier bin, in diesem Moment, in diesem Universum, in diesem Leben, ist Bedingung genug, alles Schöne, Gute für mich zu erlauben. Also, streicht all eure Bedingungen. Und wenn ihr irgendwelche Bedingungen findet, dann sagt ihr, das ist Blödsinn. Das ist Quatsch. Es gibt keine Bedingungen. Und jetzt geht's ins Trainingslager. Ihr wisst ja, die Gruppe heißt, ich kreiere ein Leben nach meinen Regeln. Und eine meiner Regeln ist zum Beispiel, es gibt keine Bedingungen dafür, dass ich das haben kann, was ich will. Dafür, dass ich das fühlen kann, was ich will. Dass ich das leben kann, was ich will. Aber es ist an keine Bedingung geknüpft. Das kann ich hier und jetzt entscheiden, dass ich das erlaube und darf. Und ich kann hier und jetzt entscheiden, dass es sicher ist für mich. Es ist immer sicher für mich, die besten und höchsten Gefühle zu fühlen. Das geht Hand in Hand. Das muss auch eine Regel sein, weil wir wollen Sicherheit. Wir Menschen wollen Sicherheit. Und wir denken und immer, ich kann mich nur sicher fühlen, wenn ich das und das Feedback bekomme. Oder ich fühle mich sicher in meinem Job oder in dem, was ich tue, wenn mein Chef mich hochlobt. Nein, das ist eine Bedingung. Und diese Bedingung lässt zu, dass ein anderer darüber entscheidet, wie ihr euch fühlt. Nehmt all eure Kraft zurück zu euch und entscheidet selber, welche Regeln für euch stimmig sind. Welche Regeln für euch die Freiheit bedeuten. Die Freiheit von dem, was andere sagen, tun oder denken. Weil andere, wer sind schon andere? Aus welchem Blickwinkel, aus welcher Perspektive urteilen sie, handeln sie, denken sie, sprechen sie? Wir wissen es nicht. Wir versuchen es immer irgendwie zu wissen. Vielleicht ertappt ihr euch auch oft und sagt, oh, was denkt jetzt der? Oder was denken denn die Nachbarn, wenn ich das und das mache? Oder was denkt mein Chef, wenn ich heute so und so angezogen komme? Ja, immer wieder versuchen wir, in die Köpfe von anderen reinzugucken, um vorzufühlen, was da womöglich passieren könnte. Auch das streichen wir durch, weil wir können es beim besten, allerbesten Wissen nicht wissen. Was andere denken, wie andere uns reflektieren, wir können nicht da reingehen in die Köpfe der anderen. Wir können nur eine Resonanz sein. Und diese Resonanz können wir nur stark und kräftig sein, wenn wir all diese Bedingungen draußen vorlassen. All diese Bedingungen. Sage, es gibt keine Bedingung, ich muss das nicht wissen, ich darf
einfach erlauben, was ich möchte, wann ich möchte. Und damit trete ich niemanden auf die Füße, sondern ich arbeite an meiner Resonanz. Und wenn ihr dieses Gefühl von all euren Wünschen, wenn ihr diese Gefühle dort rauszieht, die ihr euch vorstellt und euch in Resonanz mit diesem Gefühl bringt, dann seid ihr frei. Und dann kommen im Außen so viele Situationen, Gelegenheiten etc., die euch beweisen, in welchem Resonanzzustand ihr euch befindet. Und da lösen sich beziehungsmäßige Konflikte, weil alles ist ein Spiegelbild unserer Resonanz. Und wenn ihr das einfach wirklich alles außen vor lasst, ich muss, damit ich das haben kann, muss ich das tun. Das ist ein Schritt, der kommt erst, wenn ihr in der Resonanz seid von dem, was ihr wollt, von dem Leben, das ihr wollt, von der Ausstrahlung, die ihr haben wollt, von dem Seinszustand, den ihr euch wünscht. Wenn ihr diesen Seinszustand in euch hinein gechannelt habt, diese Gefühle in euch hinein verankert habt, ohne Bedingungen, ohne Regeln, ohne Gründe, dann könnt ihr euch fragen, okay, was ist der nächste logische Schritt? Was kann ich tun, damit der heutige Tag zu einem wunderbaren Tag wird, der in Resonanz mit meinem Seinszustand steht? Wenn ihr euch das fragt, jeden Morgen, dann müsst ihr natürlich aber auch sicherstellen, dass ihr in Resonanz zu gewünschtem Seinszustand seid. Ihr könnt nicht aufstehen, auf die Uhr gucken, denken, oh mein Gott, ich bin schon wieder zu spät und das kriege ich auch nicht noch hin und hier und dass ich das noch machen muss, nervt mich. In was für einem Resonanzbereich befindet ihr euch, wenn ihr so schon den Tag beginnt? Das ist nicht schwer, sich auszudenken. Und wenn ihr den Tag einfach 10, 15 Minuten früher beginnt und an eurer Resonanz arbeitet, an eurem Sein und an eurer Ausstrahlung, egal was andere denken, egal was gestern war, stellt euch das mal vor, wie oft gehen wir mit irgendeinem schlechten Gefühl ins Bett? Nimm mal ein Beispiel. Wir Frauen haben ja öfter mal ein Problem. Der Mann hört uns nicht zu. Wir hätten so gern was mitgeteilt. Der isst Abend und liest die Zeitung oder setzt sich vorm Fernseher. Gibt ein schlechtes Gefühl. Lassen wir den. Gehen wir trotzdem ins Bett. Am nächsten Morgen stehen wir auf und sind immer noch wütend. Wegen dem, was gestern Abend passiert ist. Und tragen das gestern Abend in unseren wunderschönen Morgen. Das ist wie wenn wir verfaulten Käse zum Frühstück auf den Teller legen. Das geht nicht. Das dürfen wir nicht machen. Das dürfen wir nicht zulassen. Warum sollten wir das zulassen? Aus Stolz? Ja, wir müssen ja eingeschnappt sein, weil gestern Abend hat er uns ja ignoriert. Was bringt uns? Wen bestrafen wir uns letztendlich? Bestrafen wir letztendlich mit einer Regel, einer Bedingung, die heißt übrigens, wenn mich mein Partner ignoriert oder schlecht behandelt, dann bin ich nicht freundlich zu ihm, beispielsweise. Müsst ihr selber für euch rausfinden, was da bei euch läuft, was eure Regeln sind. Aber das ist eine ganz klare Regel, habe ich auch gehabt. Kann ich doch nicht am nächsten Morgen einfach aufwachen und so guten Morgen, Schatz, sagen. Wenn der gestern Abend so stinkig zu mir war, kann ich das? Ja, ich kann. Weil ich habe keinen Bock, mir den alten Käse auf den Frühstücksteller zu legen. Was macht's für einen Unterschied? Vielleicht denkt ihr, wow, was macht die jetzt? Aber auch das. Es ist doch völlig wurscht, auf was es drauf ankommt, ist, wie ich mich fühle. Und wenn ich mich schlecht fühle, wem schade ich?
Ah, jetzt geht's weiter. Zum Glück. Gott sei Dank. Ich schade mir, oder? Ich schade tatsächlich mir. Und das muss ich mir immer wieder bewusst sein. Was ist mein Seinszustand? Was ist meine Resonanz? Wo bin ich gerade? Und wo bin ich gerade mit meinen Gedanken den ganzen Tag durch? Wo beiße ich mich fest? Was ziehe ich zu mir? Zu was stehe ich in der Resonanz? Es ist so kraftvoll. Versucht es wirklich mal. Ändert euch von einer Sekunde auf die andere. Ärgert euch, weil irgendwas nicht klappt. Atmet tief durch und sagt, nein, keine Lust auf die Dinge, die nicht funktionieren, in Resonanz zu gehen. Ich bin diejenige, die schaut, was funktioniert. Ich bin die, die lebt in der Lösungsorientierung. Ich bin diejenige, die erwartet, dass die Dinge funktionieren, auch wenn vorher vielleicht lange nichts funktioniert hat. Ich ändere mich jetzt. Und zwar jeden Moment, wenn sich etwas nicht gut anfühlt, wenn ich irgendwo anstehe, wenn ich gegen Widerstände laufe, ich halte ein und ich ändere meine Resonanz. Und das mache ich den ganzen Tag immer wieder, bis es zu einer Gewohnheit wird. Bis es zu einer Gewohnheit wird, wie wenn ich in die Kerze reinlange und ich habe mich verbrannt. Und da lange ich wieder rein, oh, lange jetzt gerade nicht mehr rein. Und dann vergesse ich es wieder und dann irgendwann mal Finger wieder in die Kerze, ah ja, tut ja weh. Und irgendwann mal muss ich gar nicht mehr bis in die Kerze reinlangen, sondern merke schon, ah ja, der wird's warm. Oh, ich glaube, ich muss den Finger nicht mehr weiter vorstrecken. Und schon gehe ich wieder in die andere Richtung. Und so merke ich das immer mehr und mehr und mehr und reflektiere mich mehr und mehr und mehr und bin bewusst bei mir. Und ich weiß, was ich hier in mir kreiere und was ich hier in mir bereit bin zu erlauben. Und dann kann ich anfangen zu empfangen. Aber erst, wenn ich diese klare Schwingung habe, diese klare Resonanz in mir, diesen Standing, dass ich weiß, es ist alles erlaubt, was ich möchte, es ist alles erlaubt und gut. Wenn ich dieses Standing habe, dann fällt es mir so leicht zu empfangen, einfach nur zu empfangen, weil ich weiß, durch dieses Standing, das ich habe, durch diesen Seinszustand, durch diese Resonanz, die ich habe, ist es zu mir gekommen, weil es in dem Moment gut und richtig ist. Und durch dieses Standing und diese Resonanz, die ich habe, laufe ich durchs Leben und will automatisch einfach auch nur geben, weil es mir ja so gut geht. Weil es mir so gut geht, weil ich mich so gut fühle, weil ich weiß, ich darf geben. Ohne Wenn und Aber, genauso wenig wie ich Bedingungen zum Geben brauche, brauche ich keine Bedingungen zum Empfangen. Und so lebe ich in einem Austausch mit Einatmen, Ausatmen. Einatmen, Ausatmen. Ich bekomme Geld, ich gebe Geld aus. Ich bekomme Liebe, ich gebe Liebe zurück. Und so bin ich in Balance, so bin ich in einem wunderschönen, fließenden Kreislauf. Und so bin ich im Fluss des Lebens und schwebe mit Leichtigkeit durch den Fluss des Lebens. Und habe es mir so einfach gemacht und ich habe es mir so, so schön gemacht. Und das Tolle an der ganzen Geschichte ist auch, dass das ganz drumherum auch diese Erlaubnis bekommt, das zu leben, was es sich wünscht. Weil du bist ein Vorbild, ob du es willst oder nicht, wenn du in dieser positiven Schwingung durchs Leben schwebst. Dann kannst du alles haben, die schönsten Freundschaften, das tollste Business, den gesundesten Körper, nur diesen ganzen Quatsch, deine ganzen Bedingungen, deine ganzen Regeln mal analysierst, durchstreichst, über den Haufen wirfst und sie durch einfache, klare Regeln, die dementsprechend, was du wirklich bist, nämlich
ein absolut hundertprozentiges, genialstes Wesen. Und gestern, das muss ich jetzt hier noch erzählen, in einem Coaching mit einer Klientin von mir, sind wir genau da eingetreten. Und sie hat gesagt, wow, ich bin ja der Knaller. Und genauso müssen wir uns fühlen. Wir sind der Knaller. Wir sind der Oberknaller. Jeder Einzelne ist sowas von fantastisch, wenn er all diesen Kladderadatsch endlich mal wegstreicht und sich erlaubt, der Empfangende zu sein für alles Wunderbare, das das Leben zu bieten hat. Und versucht es. Macht euch eure eigenen Regeln. Schreibt euch auf, wer ihr seid und fühlt es. Und fühlt, was ihr alles empfangen dürft. Einfach so und bedingungslos. Und ohne Stress, ohne Rennen, ohne Manipulieren, ohne Überzeugen, ohne Menschen auf seine Seite ziehen zu wollen. Einfach nur so durch den einzig und alleinen Seinszustand, der in der Resonanz steht mit all dem, was ihr euch wünscht. Ja, ihr Lieben, länger wie eine halbe Stunde wollte ich es nicht machen. Und ich glaube, das war super, super intensiv. Ich wollte jetzt noch ganz kurz zu Fragen eröffnen. Ah, das sehe ich ja genau, nicht direkt in diesen aufrechnende Verhalten gehen, genau aufrechnen, oder? Das ist eine Regel. Eine Regel, wenn ich was kriege, muss ich gleich was zurückgeben. Aber das ist eine falsche Regel, weil die Energie, der energetische Austausch, wie einatmen und ausatmen, der regelt das schon. Es geht nicht darum, dass ich eins zu eins diese Geschichten aufrechne. Es geht um das Große und Ganze. Und darum geht's. Was habe ich hier noch? Man spürt immer einen Mangel. Man vergleicht immer. Ja, genau. Man vergleicht immer. Warum? Wenn es keine Bedingungen gibt, muss ich auch überhaupt nichts vergleichen. Wenn ich weiß, es gibt keine Bedingungen. Die einzige Bedingung ist, dass ich in Resonanz mit meinem Wesen in Resonanz zu dem stehe, was ich gerne möchte. Da muss ich nicht aufrechnen, weil ich kann den anderen anschauen und kann sagen, oh, der hat jetzt das, das steht in Resonanz zu, keine Ahnung, einer glücklichen Beziehung. Hervorragend. Dann steht er in Resonanz. Aber ich muss mich doch nicht vergleichen. Das Einzige, was ich draus ziehen kann, ist, ah, ich müsste mal wieder an meiner Resonanz zu einer glücklichen Beziehung arbeiten. Das hole ich daraus. Alles, das ist alles. Ein Input, eine Anregung, eine Idee, eine Inspiration. Aber nicht aufrechnen. Wie ist es mit der Bedingung, muss ich arbeiten, um Geld zu verdienen? Nur wenn du das glaubst. Und was ist denn schon Arbeit, liebe Ingrid? Was ist für dich Arbeit? Bin ich jetzt hier am Arbeiten? Weiß ich nicht. Ich habe nicht das Gefühl. Ich habe zum Beispiel für mich eine Regel aufgestellt und habe gesagt, für mich gibt es keine Arbeit mehr. Ich tue alles vom Herzen und aus Begeisterung und ich werde entsprechend dafür belohnt. Das ist meine Regel. Das ist einfach eine klare Regel, die ich für mich gesetzt habe. Arbeit hat so oft mit irgendwie Qual oder ja, es muss wehtun, wenn ich etwas erreichen möchte. Klar, in unserer Gesellschaft musst du irgendetwas tun, dass du Geld bekommst. Du musst quasi in diesen Fluss der Beziehungen eintreten, oder? Weil die anderen sind ja alles Boten, wir alle Teilhaber der Gesellschaft. Wir geben und nehmen uns Geld, wir geben und nehmen uns Geld. Und mit wem ich in Austausch stehen will, auf welche Art und Weise, das entscheide ich immer noch selber. Klar kann ich mich nicht darüber hinwegsetzen, dass Menschen sozusagen in unserer Gesellschaft, Beziehungen mit Menschen Boten sind, die die Energie des Geldes
hin und her transportieren. Logisch funktioniert es so. Aber unter welchen Bedingungen? Das kann ich jederzeit selber entscheiden. Aber eben, wenn ich das nicht glaube, genauso wenig, wenn ich nicht geglaubt hätte, dass mein Körper sich immer unter allen Umständen heilen kann, auch wenn Ärzte sagen, Arthrose ist unheilbar, dann geht's nicht. Dann geht's nicht. Und dass ich die Frechheit hatte und habe, und herauszugehen in die Welt und zu sagen, ich glaube das nicht. Ich glaube, Arthrose ist heilbar. Und ich heile meine Arthrose. Ende. Weil mein Körper kann sich heilen, meine Zellen erneuern sich täglich. Die ganze Zeit erneuern sich Geschichten. Meine Haare wachsen. Ja, da kann man auch sagen, ja, und die Augen, Augenlaser, wie schnell sich die Zellen. Wir müssen sie aber lassen und wir müssen es glauben, dass sie das tun können. In unserer Welt passiert nichts, was wir nicht glauben. Aber es passiert alles, was wir glauben. So kraftvoll sind wir. Es passiert alles, was wir glauben. Und das müssen wir wissen. Und deswegen müssen wir daran arbeiten. Was sind unsere Grundfeste? Was sind unsere Regeln? Was sind unsere Glaubensgrundsätze? Was können wir uns überhaupt zulassen, erlauben zu glauben? Da fängt es an. Da müssen wir Stück für Stück uns öffnen. An meiner Resonanz arbeiten, wie geht das? Ja, wie geht das an meiner Resonanz arbeiten? Die, die schon in den anderen Trainings waren, die haben, ich habe auch das eine Training verschickt, wo ich mich einfach zentriere und verbinde mit der Kraft, der Schöpferkraft, die Kraft des Universums. Und dann kann ich diese Gefühle, die ich mir wünsche, kann ich mir tatsächlich downloaden. Ich kann das vielleicht morgen, jetzt sind wir schon so weit fortgeschritten, ich werde morgen so einen Prozess zeigen, wie ich in Resonanz mit Gefühlen komme, die ich mir wünsche. Auch wenn ich in Resonanz gehe ich immer, oder? Ich gehe in Resonanz zu dem, was ich im Außen sehe. Aber ich will gar nicht in Resonanz gehen mit irgendeinem Drama, das ich außen sehe oder irgendetwas Traurigem, weil das bringt nichts, ich verstärke es, sondern ich muss schauen, dass ich meine Resonanzen im Inneren aufbaue. Und ich zeige euch morgen eine kleine Übung dazu. Genau nicht vergleiche und erkennen, da dies ja oft ein anerzogenes Verhaltensmuster ist. Diese Muster aus der Vergangenheit blockieren unser normales Resonanzgefühl. Das ist es eben. Wir müssen uns neu erziehen. Wir müssen uns tatsächlich neu erziehen. Ich meine, ich habe jetzt einen 16-jährigen Sohn, den habe ich nach ganz klar anderen Regeln erzogen, wie ich erzogen worden bin. Und diese neuen Regeln, nach denen ich lebe und die ich mir jeden Tag wieder neu mache, wenn ich merke, hey, hier laufe ich, ich funktioniere nach einer Regel, die bringt mich nicht dorthin, was ich will, nach Glaubensgrundsätzen oder Überzeugungen. Die blocken mich, die hemmen mich. Dann lasse ich die fallen. Und gehe wieder zu meinen neuen Kernglaubensgrundsätzen zurück. Wie? Ich kann alles haben, was ich will. Ich kann mich fühlen, wie ich will. Ich brauche keinen Grund im Außen, um mich glücklich zu fühlen. Ich darf bedingungslos alles fühlen, was ich möchte. Ich darf bedingungslos hier auftreten im Facebook und meine Wahrheit sprechen. Und es ist mir egal, was vielleicht Menschen denken, die das sehen und sagen, was redet die da für ein Quatsch? Das ist meine Wahrheit. Und meine Wahrheit stimmt für mich hundertprozentig. Und sie stimmt für euch hier, die hier zuschaut, vielleicht 100%, vielleicht zum einen Anteil, vielleicht zieht ihr euch irgendwelche Impulse und Inputs raus. Aber das kann ich doch gar nicht kontrollieren. Für mich zählt doch nur das eine, dass ich weiß, dass ich etwas beitragen kann, diese Welt zu einem besseren Planeten zu machen, dass ich Leute inspirieren kann, das Leben leicht und glücklich und freudvoll zu leben. Das ist für mich wunderbar. Und alles andere interessiert mich in dem Moment nicht. Was wer das Video sehen kann, welche Reaktion das haben kann. Es ist mir egal, weil
wenn ich glücklich und happy bin damit, was ich jetzt in diesem Moment tue, gibt es nur das Jetzt. Und das ist das, was mich interessiert. Und das ist das, was einen immer mehr interessieren sollte. Vielleicht haben manche von euch auch Eckhart Tolle gelesen oder das Leben im Jetzt oder Lebe im Jetzt. Ich weiß gar nicht, ich habe es auf Englisch gelesen. Ich weiß nicht, wie der Titel auf Deutsch ist. Aber das heißt, ich komme in meine Kraft. Ich streiche all meine Bedingungen. Ich lebe nach meinen Regeln und nicht nach den anerzogenen Regeln. Ich revidiere diese Regeln. Ich mache diese neuen Regeln draus, wie sie für mich stimmen. Und zwar einzig und allein, weil ich weiß, dass ich in einem Universum lebe, das an Basis der Resonanz ist. Und ich muss mich auf jeden Fall in die Resonanz dessen bringen, was ich möchte. Und nicht dessen, was ich erzogen worden bin. Und dessen, was ich gewohnt oder bekannt anfühlt. Das will ich nicht mehr. Also mache ich Schluss damit. Und zwar Stopp, Cut, jetzt. Jetzt lebe ich nach einer neuen Regel. Jetzt gehe ich in eine neue Resonanz. Das braucht nur einen Fingerschnipp. Nur so viel. Eine Entscheidung, ein Fingerschnipp, einen Schritt zur Seite und sagen, okay, fertig. Und das ist krass. Ich weiß, dass es krass ist. Wenn du mal irgendwie im Streitgespräch oder sowas plötzlich das realisierst und sagst, huh, stopp, ich will nicht. Und zu dem anderen plötzlich sagst du, mach ich jetzt nicht mehr mit. Die Leute sind verdattet, die können nicht damit umgehen. Aber das ist das einzig Richtige zu tun, zu sagen, da mache ich nicht weiter. Ich laufe doch nicht mit dir da in diese Argumentation rein, die bringen uns doch nichts. Die Lösung finden wir dort, nicht in der Argumentation. Und genauso ist es mit allem anderen im Leben, das nicht so läuft, wie wir uns das vorstellen. Inklusive Gesundheit. Ihr könnt es mir glauben. Es hat lange gedauert, bis ich es kapiert habe. Aber bis ich sage, so Schluss jetzt. Opfertum, Ende aus Armen, die Arme gibt's nicht mehr. Und dann habe ich mich da rausgewühlt. Und wenn ich das kann, dann kann das jeder. Das ist mal so klar wie alles andere. Wie klares Wasser. Ja, meine Lieben. Ich beende das jetzt hier. Ich danke euch ganz, ganz herzlich, dass ihr hier wart. Und ich hoffe, dass ihr morgen wieder da seid, 18 Uhr zum zweiten Teil. Und dann zeige ich euch auch noch diese Resonanzübung. Vielen Dank, dass ihr da wart. Tschüss, tschüss zusammen.